Simone L. arbeitet in einem Unternehmen, das tarifgebunden ist. Auf das Arbeitsverhältnis finden die Regelungen eines Tarifvertrages Anwendung. Nach diesem Tarifvertrag ergibt sich auch die Entgeltgruppe für die von Frau L. besetzte Stelle. In einer Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag ist geregelt, nach welcher Vergütungsgruppe sich das Arbeitsentgelt berechnet. Simone L. hat zunehmend Zweifel daran, ob es die richtige Entgeltgruppe ist. Aber kann sie überhaupt eine Änderung der Vergütung verlangen? Es kann durchaus mehrere Möglichkeiten geben, warum ein Tarifvertrag auf das Arbeitsverhältnis anwendbar ist. Es kann zum Beispiel eine Tarifbindung beider Parteien vorliegen. Das heißt, die besteht immer dann, wenn sowohl der Arbeitnehmer in der entsprechenden Tarifvertrag schließenden Gewerkschaft Mitglied ist und wenn der Arbeitgeber gleichzeitig auch in dem Arbeitgeberverband Mitglied ist, der an dem Abschluss des Tarifvertrages dann ebenfalls beteiligt gewesen ist. Das wäre also eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass Tarifverträge durch das Bundesarbeitsministerium für allgemeinverbindlich erklärt worden sind. Auch haben wir häufig zum Beispiel in der Baubranche, Malergewerk, Gebäudereinigerhandwerk zum Beispiel, um einige zu nennen. Und als dritte Möglichkeit kommt auch noch in Betracht, dass die Anwendung bestimmter Tarifverträge im Arbeitsvertrag vereinbart ist, dass also dort geregelt ist, auf dieses Arbeitsverhältnis soll ein bestimmter Tarifvertrag Anwendung finden. Und aus dem Tarifvertrag ergeben sich dann die Vergütungsgruppen für die jeweiligen Arbeitnehmer? Ja, man muss dann immer sich die Tarifverträge natürlich ansehen. Es gibt verschiedene Modelle, wie die ganzen Tarifverträge gestrickt sind, wie sie vereinbart sind. Häufig gibt es Rahmentarifverträge. In diesen Rahmentarifverträgen werden allgemeine Fragen des Arbeitsverhältnisses, Kündigungsfristen zum Beispiel und dergleichen geregelt. Und für die Vergütung, für das Arbeitsentgelt gibt es sehr häufig, nicht immer, manchmal ist es auch in dem allgemeinen Tarifvertrag mit drin, Entgelttarifverträge, und in diesen Tarifverträgen sind dann die Vergütungsgruppen, Entgeltgruppen, Lohngruppen, wie man sie auch immer bezeichnet, geregelt und definiert, welche Eingruppierungsmerkmale für die jeweiligen Gruppierungen dort erfüllt sein müssen. Wonach richtet sich dann, wer nach welcher Vergütungsgruppe bezahlt wird? Das sind die eben gerade erwähnten Eingruppierungsmerkmale, die definieren also, welche Anforderungen an die Qualifizierung des Arbeitnehmers, an die Tätigkeitsinhalte, manchmal auch an die Dauer der Beschäftigung gestellt werden, um eine bestimmte Tarifgruppe, eine Entgeltgruppe zu erreichen. Manchmal gibt es auch innerhalb der Entgeltgruppen noch Stufen, die dann häufig an die Dauer des Arbeitsverhältnisses anknüpfen und dann Steigerungen in der jeweiligen Stufe vorsehen. Das muss man sich also dann im Einzelfall angucken, was die Tarifvertragsparteien dort vereinbart haben. Und wenn die Eingruppierung nicht richtig ist? Naja, anhand der Eingruppierungsmerkmale kann man dann überprüfen, ob man in der richtigen Gruppe ist. Das Kriterium ist immer, dass man also mindestens mehr als 50% der eigenen Arbeitsleistung müssen also diese Tarifmerkmale, dann die Eingruppierungsmerkmale erfüllen. Und wenn man feststellt, dass man zu gering eingruppiert ist, dann kann man eine entsprechende Eingruppierung in die richtige Entgeltgruppe durchaus beanspruchen. Kann denn der Arbeitnehmer verlangen, dass er anders eingruppiert wird, als es im Arbeitsvertrag vereinbart ist? Ja, die arbeitsvertragliche Vereinbarung ist, ich sage es mal jetzt etwas leger, vielleicht unjuristisch, ist eher eine Orientierung, hat informativen Charakter. Tatsächlich kommt es, wenn ein Tarifvertrag anzuwenden ist, darauf an, dass tatsächlich anhand der Eingruppierungsmerkmale die richtige Gruppe gefunden worden ist. Ist das nicht der Fall? Dann kann der Arbeitnehmer die Höhergruppierung verlangen. Der Arbeitgeber kann allerdings, wenn bei solchen Überprüfungen kommt das schon gelegentlich auch mal vor, wenn er feststellt, dass der Arbeitnehmer eigentlich in einer zu hohen Entgeltgruppe eingruppiert ist, dann auch eine korrigierende Rückgruppierung, verlangen. Und das ist manchmal nicht ganz so einfach. Nun könnten ja beide Seiten auch unterschiedliche Auffassungen zur richtigen Eingruppierung sein. Meistens ist das so, gar nicht selten. Erforderlichenfalls muss das dann eben gerichtlich geklärt werden. Was müsste ein betroffener Arbeitnehmer nun tun? Wenn die Gespräche, die man immer zuerst suchen sollte mit dem Arbeitgeber, vielleicht auch wenn ein Betriebsrat vorhanden ist, unter Einbeziehung des Betriebsrates erfolglos bleiben,
dann sollte gegebenenfalls dann ein Rechtsanwalt aufgesucht werden, der das Ganze nochmal überprüft. Eingruppierungsprozesse sind vor dem Arbeitsgericht sehr komplizierte Prozesse. Es ist aber so, der die Änderung begehrt, der muss darlegen und beweisen können, dass er die Anforderungen an die entsprechende Tarifgruppe dann tatsächlich auch erfüllt. Frage und Antwort. Ich habe keinen schriftlichen Arbeitsvertrag erhalten. Ist mein Vertrag überhaupt gültig? Der Arbeitsvertrag bedarf, anders als es bei der Beendigung ist, nicht der Schriftform. Er kann also auch mündlich abgeschlossen werden. Nach dem sogenannten Nachweisgesetz haben Sie aber einen Anspruch darauf, dass die Bedingungen des Arbeitsvertrages schriftlich niedergelegt werden. Sie sollten also Ihren Arbeitgeber bitten, das doch entsprechend auch umzusetzen.